Und damit herzlich willkommen zur 9. Folge von Zwei Kerle, eine Karte, Staffel 3. Hier auf der wunderbaren Stronghold 2 Map. Kreavni Konflikt. Und ja, hier habe ich das letzte Mal den ganzen Spaß hinterlassen für Korga. Und ich bin mal gespannt, was er draus gemacht hat. Er hat mir nur den neuesten Spielstand hinterlassen und geschrieben, viel Glück. Beziehungsweise good luck. Und wenn es etwas gibt, das mich extrem verunsichert, dann genau sowas. Deshalb schauen wir mal, was wir so bekommen haben. Halt, bitte pausieren. Och nee, jetzt darf ich das Zeug schon wieder machen. Aber Moment mal, es ist Zeit bis zur letzten Invasion. Hä? Die Zeit ist aber so gut wie abgelaufen. Aber er hat sich vorbereitet, den Bogenschützen. Er ist weiter vorgegangen und hat... kennt er die Sache mit den Bootskriegern jetzt schon? Ja, die kamen schon, ne? Das heißt, der große Angriff kommt jetzt. Das heißt, er hat wirklich nochmal vorgeladen bei seinem Ding. Oh mein Gott. Warum schickt er die Bogenschützen da hoch? Why? Die Truppen kommen doch von der... Ich verstehe nicht. Aber... Rekruten benötigt, Scheiße. Ich Vollidiot. Wartet mal ganz kurz. Jetzt habe ich beinahe den gleichen... Ich weiß nicht, warum ich bei Stronghold 2 so, versiert drauf bin. Okay, Timer in 3, 2, 1 und... Los. So. Ich weiß nicht, warum ich Stronghold 2 so gerne so früh losstarten will, ohne auf den Timer zu gucken. Das ist mir in der vorigen Staffel nicht passiert. Ich schwöre, das passiert mir das erste Mal. Ich lasse jetzt mal das, was Korga gemacht hat. Vielleicht hat das einen Sinn. Wir haben so viel Geld. Was ist hier? Keine Feinde oder feindlichen Tod zu William? Nee, halt. Nein, halt. Wir sind in der nächsten Mission, oder? Keine Feinde oder Invasoren mehr übrig. Euer Burka stirbt. Tod zu William. Nee, das bin ja ich. Ah ja, okay, das hier. Ja, das ist immer noch die Mission mit Olaf, oder? Oh mein Gott. Das ist jetzt nicht unbedingt die beste Idee, dass die hier stehen, aber... So, das heißt, wir sind in der nächsten Mission. Und die hat einfach gestartet. Das heißt, es kommt gar keine Olaf-Invasion mehr, oder? Wir sind eure Leute. In Bewegung. Stell dich mal dahin. Sire, befehligt uns. Das könnte ein bisschen wehtun. Könnte. Unter Umständen. Okay, dann greifen wir mal an. Leute. Neue Befehle, Sire? Leute. Angriff. Okay, dann hat Korga es wohl geschafft gegen Olaf und ist jetzt in der nächsten Mission. Also ich habe schon... Die nächste Mission ist der Hammerfeld. Ich weiß nicht, ob er es schon vorgelesen hat. Das ist jetzt die gute Frage. Hat Korga das vorgelesen, die nächste Mission? Weil irgendwie steht da immer noch Zeit bis zur letzten... Ah ja, nee, okay. Wahrscheinlich müssen wir wirklich alle Gegner besiegen. Also Olaf. Okay, da ist doch so, was meine ursprüngliche Vermutung war. Dass die Mission erst als geschafft zählt, wenn wir Olaf komplett aus dem Spiel geräumt haben. Komplett aus dem Spiel ist. Das heißt, Korga hat Olafs Angriff abgewehrt und sich wieder ein bisschen aufgebaut. Und jetzt geht's dran, hier voranzustürmen. Und in die Gegenoffensive zu gehen. Okay, sieht gut aus. Dann müssen wir natürlich gucken, dass wir weiter Truppen raushauen, ne? Rekruten benötigt, Sire. Aller Art. Erwarte Befehle. Bogenschützen in Bewegung. Marsch! So, rüber mit euch. Dann gibt's ein kleines Bogenschützen-Battle. Wir kämpfen tapfer. Schwertkämpfer vorwärts! Da ist ein Ritter. Das ist etwas uncool. Aber wir haben eine Menge Schwertkämpfer, das sollte gehen. Ah, die Ballisten halt immer. Ich glaube, danach mache ich erstmal so eine kleine... Sobald ich diese Ländereihe habe, mache ich eine kleine Sammelpause. Aber... Kann ich dieser Länderei sagen, dass sie mir was machen sollen? Nee, ich darf hier nichts bauen, oder? Ich muss die erst mal holen. Ja, dann holen wir die. Schon lustig, dass wir einen Lehnsherrn hier ernannt haben. Aber Spiel sagt... Nö, übrigens, dieser Lehnsherr, das musste erstmal noch die Länderei kaufen. Es tut mir leid. Ich hätte hier gerne eine Waffenproduktion tatsächlich, weil ansonsten hier in der Burg ist nicht mehr sehr viel Platz. Aber Moment mal, die haben kein Eisen dafür. Doch, haben die. Natürlich haben die Eisen. Natürlich haben die Eisen. Ja, klar. Ja. Dann mache ich hier wirklich eine... Ich mache hier die übelste Waffenindustrie, die pflanze ich hier rein. Also richtig geht's hier ab.
Vorratslager ist voll, da muss ich mich auch noch drum kümmern, sondern guck mal, dass ihr noch ein bisschen Nahrung für euch selbst habt. Kümmert euch um euch selbst, ihr Narren. Vorbereiten. So, okay. Ja, Sire. Bogenschützen unterwegs. Foratus Lagerus. Da drüben. Ja, dann geht. Ich frage mich um Koga, das hat nur gesagt, mich zu verunsichern mit dem viel Glück, weil sie jetzt total gechillt. Ich dachte, jetzt passiert sonst was. Ich bin hier schon mit sonst irgendwelchen Erwartungshaltungen rangegangen. Da. Ich finde den Marktplatz einfach nicht. Ich mache einfach so. So, zack. Hier nochmal. Und dann wird mal richtig in eine übelst fette Waffenproduktion investiert hier. Nee, halt, Moment mal. Ah, man darf ja keine... Nein, das geht ja gar nicht. Man kann ja gar keine Waffenkammer hier platzieren. Oh. Dann kriege ich... Na gut, altes Eisen wird trotzdem hier produziert. Dann verkaufen wir sie eben einfach. Mein schöner Plan ging nur bis zu einem gewissen Punkt. Dann war es vorbei. Okay. Haben wir. Gebt uns nur ein Ziel. Schön, dass wir den Hodenbruch haben, aber ich würde mal interessieren, warum da immer noch Olafs Flagge ist. Naja. Aber die Linderei haben wir wieder. Bekämpfen sich Barclay und Lady Seren eigentlich? Gute Frage, nicht wahr? Rekruten benötigt, Sire. Ein paar Schwerte werden hier ja gemacht, aber wir bräuchten für Waffen dann wirklich ganz eigene Spirenzchen. Ach, der Sammelpunkt ist immer noch da drüben, ne? Wir können den Sammelpunkt mal umsetzen. Und sammeln die erstmal alle hier in der Burg. Von da an können wir dann immer noch gucken, wie wir sie weiter einsetzen. Rekruten benötigt, Sire. Augen auf, Männer! Die arme Sau. An der Hopfenform möchte ich echt nicht arbeiten. Aus offensichtlichen Gründen. Sire, befehligt uns. So. Neue Befehle, Sire. Macht mir mal Linieninformationen. In Linie gehen. Und dann macht mir mal bitte diese Balliste hier weg. Die müssen ja trotzdem ein bisschen vorrücken. Rekruten benötigt, Sire. Ziehen los. So, bitte hier wegmachen. Die Axtwerfer hier bitte. Und die Balliste natürlich auch. Euer Zeichen, Sire. Sehr gut. Drüben ist natürlich auch nicht so leicht. Und da müssen wir noch dahin durch. Da kommt berittene Bogenschützen von Barclay. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Halt mir erstmal die Brücke hier. Dann holen wir nochmal Verstärkung, weil hier würde ich gerne noch mit ein bisschen Nahkampfkraft dazukommen, weil das sind ein bisschen viele Berserker. Die könnten meine Bogenschützen stürmen. Und ich möchte mal kurz sagen, dass ich das nicht mag. Rekruten benötigt, Sire. Ich werde mal hergehen und den... Piken machen lassen. Noch mehr Pfeilmacher, noch mehr Pfeilmacher. Bäcker. Können wir noch irgendwie Rüstungsproduktion hier reinbringen? Hier geht eine Rüstungsschmiede. Da geht eine Rüstungsschmiede. Haben wir schon mal die zwei Dinger für die, um die Pikenmacher ein bisschen zu ergänzen. Das ist gut. Und dann noch ein paar Schwerter, bitte. Danke. Wie gesagt, nicht optimal platziert das alles. Aber wir haben schon mal ein kleines bisschen eigene Produktion, das ist gut. Wisst ihr was, die verkaufen wir mal. Das Vorratslager ist voll, my lord. Ah, da müssen wir uns auch noch drum kümmern. So, holen wir mal die Truppen ran. Auf euren Befehl! Wir sind mittlerweile sogar Reichsritter. Aha. Rekruten benötigt, Sire. So, was sagt der Timer? Halbzeit etwa. 7 Minuten. Übrigens, bei der letzten Mission, ich glaube, ich habe so 30 Sekunden zu wenig gespielt. Ich habe mich da einmal beim Timestamp, als ich geschaut habe, wie fortgeschritten jetzt mein Spielstand war. Ich habe mich ein bisschen vertan, so 20, 30 Sekunden. Das heißt, ich hätte sogar noch ein bisschen weiter in den Angriff reinspielen können. Aber, ja, denke ich mal so gepasst. Lieber zu wenig als zu viel, würde ich mal sagen. Zu viel wäre eher mehr geschummelt, als zu wenig zu spielen, würde ich mal sagen. In Zukunft dachte ich ein bisschen mehr drauf. Beziehungsweise in Zukunft dachte ich drauf, immer sofort den Timer zu stellen. Um das gescheit zu machen. Waffen benötigt, Sire. Erwarte Befehle. Wir kämpfen tapfer.
So, ihr kommt auch mit. Und damit sollten wir dann eigentlich Olaf restlich wegspülen können von diesem Gebiet. Also den Standabschnitt bekomme ich wahrscheinlich noch hin. Den Rest wird wahrscheinlich Kurga machen müssen dann. Also diese Länderei dann noch. Außer wir stürmen jetzt auf direkten Wege durch. Oh, Sören wieder mit Schwertkämpfern unterwegs hier. Das Vorratslager ist voll, my lord. Ja, meine Güte. Boah, wie viel Bier. Ich kann es nicht verkaufen. Wo sind überhaupt die Schenke? Schenke? Schenkus Maximus? Da! Nee, das ist der Marktplatz. Da war der die ganze Zeit. Meine Güte. Stimmt, da draußen können wir auch noch Gebäude bauen. Haha! So. Es ändert nichts daran, dass ich nicht weiß, wo die Schenke ist. Das ist eine Apotheke. Haben wir überhaupt eine Schenke? Wir haben gar keine Schenke gehabt. Oh mein Gott. Wisst ihr eigentlich, was ihr hier getan habt? Ja, muss erstmal besetzt werden, aber dann gibt's Bier. Das Volk verehrt euch, Scheier. So, ihr kommt mit dran. Und dann können wir da ein bisschen vorwärts. Während der Zwischenzeit können wir hier tatsächlich schon mal ein kleines bisschen... Wie viele Pikenmachereien hier überall verteilt sind. Die machen jetzt mal wirklich alle Piken. Und noch mehr Rüstungen, um die Pikeniere auch quasi unterhalten zu können. So, Sire, er hat zum ersten Mal einen Führungsposten benutzt. Das war so, sowas von klar, ohne Scheiß. Gebt mir einfach Eisen und halt die den Schnabel bitte. Die Schnute, die Zuckerschnute bitte halten. Auf die Plätze, Männer! Bereit! So, ihr geht ran. Oh mein Gott, was so. Oh Gott, da drüben ist ja auch. Das ist ja wirklich gerade die Day hier. Unsere Bögen werden singen. Unsere Truppen werden angegriffen. Wir sind bereit. Oh Gott. Oh. Ist mir wird zwar gesagt, dass die Information helfen soll gegen... Nee. Geht mal. Für Ruhm und Ehre. Aua. Wieder marschieren wir. Ja, Sire. Wir bewegen uns. Diese Mission hat einen großen Aua-Faktor. Ich krieg's ein bisschen beschossen, immerhin. Okay, das Ding ist weg. Und das Ding ist weg. Das ist schon mal viel geholfen. Ah, wir können da entlang. Okay, aber erstmal machen wir hier. Auf euren Befehl. Rüber. Mehr Truppen. Haben wir überhaupt Eisen? Vorräte? Haben wir nicht. Das erklärt so einiges. Ich meine, früher oder später werden wir noch hier... Wählt die Güter aus. Diese Lieferung wird zurückgerufen, my lord. Wie oft bitte, Sire? Das ist meine Burg. Wählt die Güter aus. Wählt die Güter aus. Ihr werdet mir auch fortlaufend 20 Eisen schicken. Aus. Erwarte Befehle. Finde ich ein bisschen schade, dass man in Ländereien keine Waffenproduktion auslagern kann oder so. Wäre auch noch ganz cool, wenn man da ein bisschen spielen könnte mit. Ein bisschen Spielraum hätte. Bogenschützen in der gute alte Spielraum. Unsere Truppen werden angegriffen. Was denn jetzt? Aber wenigstens... Musik sagte, ich bin raus. Rekruten benötigt, Sire. Okay, was sagt der Timer? 2 Minuten. Ja, ich glaube, ganz fertig kriege ich es nicht, aber ich kann zumindest Zeichen, diesen Abschnitt hier noch räumen schnell. Da kann ich nicht hin, Sire. Nee, so einfach ist es doch nicht. Ich dachte, da komme ich einfach hin. Okay. Unterwegs. Nee, das lasse ich. Ich mache erstmal den Strand, bevor uns irgendwas in den Rücken fällt. Aber wir haben mal keinen Überraschungsfaktor hier. Das ist ganz gut. Ich dachte schon wirklich, als es losging, dachte ich, jetzt passiert sonst was. Waffen benötigt, Sire. Werdet ihr uns brauchen? Rauf auf die Welle! Männer an die Waffen! So, das sind die ganzen Berserker. Die werden mal so Arbeit abgeschossen. Für die Ehre! Und dann geht's weiter vorwärts. Rekruten benötigt, Sire. Bereit! Ob das Vieh hier reicht, ist die nächste Frage, was wir noch übrig haben. Aber es sieht ganz gut aus.
Sehr gut. Bevor ich jetzt einfach mittendrin in dem Hals-über-Kopf-Charge jetzt da starte, würde ich sagen, sammle ich mich kurz hier, bild noch ein paar Truppen aus und über das Kogan in den letzten Sturm. Weil ich bin mir unsicher, ob das jetzt so direkt klappt. Vor allem, weil das gerade die Sichtlinien hier ein bisschen Probleme machen könnten. Bleib ich mal hier beim Strand. Bild hier noch ein paar Truppen aus, dann kann Kurgas selbst entscheiden, ob er die für die Offensive mit reinnehmen will oder nicht, weil er kann auch von dieser Seite mitkommen dann und hier mit angreifen. Er kann sogar hier vom Strand aus mitkommen. Stimmt, hier vom Strand aus kann man den auch machen, diese Gegner. Neue Befehle, Sire? Dann höre ich schon mal ein bisschen raus mit den Truppen. Jetzt mal die Sammelpunkte noch ein bisschen um. Ja, hier alles bitte. Jetzt kommt hier mal ein bisschen Produktion. Nice. Jetzt haben wir ein bisschen Rekrutenprobleme, aber das können wir ganz leicht beheben. Ran mit den Bauern. Rekruten benötigt, Sire. Okay, dann haben wir hier noch ein bisschen was. Die können ein bisschen vor. Auf euren Befehl! Schwertkämpfer vorwärts! Pieken Schultern! Und von hier aus. Oh, das war's. Okay. Gut. War von meiner Seite jetzt aus mal gut. Ist auch ganz gut, dass in meinen Folgen nicht immer der Surprise-Bullshit passiert quasi, der einen komplett aus den Wolken holt. War mal schön, dass ich jetzt was Gechilltes hatte. Dann wird Koga höchstwahrscheinlich bei der nächsten Folge den Charge zu Ende machen, also von der Seite dann jetzt die hier kaputt machen und von der Seite, wenn es ganz knapp nicht reicht, dann kann er immer noch Verstärkung rüberziehen. Andererseits, über den Strand wäre besser. Ich hoffe, dass das reicht. Wenn es nicht reicht, muss Koga nochmal über die gesamte große Linie hier Verstärkung rüberziehen. Ist aber auch nicht ganz so schlimm. Weil ansonsten muss man an Barclay vorbei, das ist ein bisschen doof. Ja gut, ich würde mal sagen, das passt soweit. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns hier dann... Ja, wir sehen uns wieder bei Folge 11 höchstwahrscheinlich. Und bei Koga dann geht's bei Folge 10 weiter. Bis dahin, bye bye.